So, guten Abend. Allerseits, guten Abend aus Wallis. Wie schon gesagt, das ist Bastian Christ am Mikrofon. So, ich leite die Gruppe Beeren und Medizinalpflanzen hier in Conte, in der Nähe von Sion. So, vielen Dank an Aurelia und Isabel und wahrscheinlich auch andere Leute für die Organisation dieser Online-Beerenabend. Wie ich jetzt oft sage, während dieser Tagung, es wäre viel besser, wenn man sie treffen könnten, aber mit diesen Covid-19-Bedingungen, das ist leider nicht möglich. Ich denke, es ist wichtig, etwas ein anderes Format zu finden und ja, das ist gut, aber ich hoffe auch nächstes Mal können wir physisch treffen. So, in meinem Vortrag möchte ich Ihnen eine Auswahl von Ergebnissen vorstellen von letztes Jahr, die wir in unseren Forschungsarbeiten bei Agroscope erzielt haben. Ich werde Ihnen zuerst Informationen zum Pflanzenschutz, aber dann auch einige Folien zum Schluss zu einem Versuch mit LED präsentieren. In separaten Vorträgen werden Ihnen meine Kollegen André und Vincent über Krankheiten und auch über unser neue Gerät LeafEye und aktuelle Sortenversuche berichten. So, zuerst Veränderung bei unserem Team. Das ist eine gute Nachricht für unser Team. Wir arbeiten jetzt mit Louis Sutter. Er ist bei uns als Entomologe ab 1. Dezember letztes Jahr angefangen wird. So, er wird zu 30% für Beeren arbeiten, so mit verschiedenen Projekten auf Schädlinge. So, Louis hat seine Doktorarbeit bei Agroscope über Bestäubung und auch Schädlingsbekämpfung gemacht. Er arbeitete auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei BLW. Ich hoffe, dass Sie Louis bald persönlich treffen können und Sie können auch Louis kontaktieren. So, es gibt hier seine E-Mail-Adresse, er ist verfügbar für Fragen zum Beispiel. So, ich starte jetzt mit Trypsin. Wir haben letztes Jahr Versuche mit Trypsin gemacht. Vorher wir haben mehr gemacht mit die Kirsche sie fliege. Letztes Jahr haben wir ein bisschen mehr gemacht mit Trypsin. Im 2020 es gab in Wallis, aber auch nördlich der Alpen viele Trypsschäden. So, meine Kollegen Virginie und Jupp haben auch mit Hilfe mehrerer Produzenten Zeit investiert und mehrere biologische Produkte zu testen. Sie sehen hier auf dieser Folie einen schematischen Lebenszyklus. So, bei der Mehrheit der Trypsin finden sich Larven und Adulttiere hauptsächlich auf Pflanzen und einige oder die meisten Puppen im Boden oder Substrat. So, der Lebenszyklus ist relativ schnell und viele Generationen folgen im Laufe der Saison aufeinander. Hier haben Sie auf dieser Folie eine Liste der in der Schweiz auf Erdbeeren vorkommenden Arten. Die Wahrheit ist, dass wir immer noch sehr wenig über die vorhandenen Arten wissen, weil die Bestimmung sehr kompliziert ist. Es ist jedoch sehr wichtig zu wissen, welche Art vorhanden ist und ob eine Insektizidanwendung zum Beispiel sinnvoll ist, da zum Beispiel Franquilelia occidentalis gegen die meisten Wirkstoffe resistent ist. Und das ist auch gleich für zum Beispiel Nützlinge. Es gibt Arten, die sind auch, der Kampf ist auch schwieriger mit Nützlinge zum Beispiel. Die Population Dynamik, die Populationanzahl variiert stark je nach Produzenten, Klima und Regionen. So, wie wir beobachteten Spitzenwerte von Ende Mai bis Mitte Juni. Umweltfaktoren sind nicht gut bekannt, aber es ist klar, dass heißes und trockenes Klima die Populationsentwicklung begünstigt. So, Trypse können theoretisch auf verschiedenen Ebenen bekämpft werden. Einerseits die Verwendung von lebenden Organismen, wie Nützlinge, Pilze und Nematoden,
andererseits die Verwendung von Pflanzenextrakten, um sie abzuwehren, oder von Insektiziden, um sie zu töten. Schließlich gibt es große Unterschiede zwischen den Sorten in Bezug auf die Anfälligkeit. So, letztes Jahr haben wir viele biologische Produkte auf Basis von Pilzen, Nematoden, Pflanzenextrakt, die sind hier in Rot auf dieser Folie, in Kulturen getestet, in denen der Druck war relativ hoch war. Ich werde nicht alle Ergebnisse präsentieren, ich denke, wir haben hier nicht Zeit, aber sondern Ihnen nur unsere wichtigsten Erkenntnisse zeigen. Das einzige getestete Produkt, das eine teilweise Wirksamkeit gezeigt hat, ist Naturalis. Es ist ein entomopathogener Pilz. So, dieses Produkt ist, ich denke, vielversprechend, und wir werden es im Jahr 2021, so dieses Jahr, in unsere Strategien integrieren. Es ist noch nicht bewilligt, aber wir hoffen, es kommt bald auf Erbären gegen Tripsen. So, Schlussfolgerung, so der Tripsdruck war hoch im Jahr 2020. Spinosad wirkt nicht mehr gegen Francolina occidentalis, aber noch teilweise wirksam gegen Francolina intonsa. So, Naturalis, von allen getesteten Produkten zeigte Naturalis, diese Pilz, eine teilweise Wirksamkeit. Es ist wichtig zu sagen, es braucht höhere Luftfeuchtigkeit, und das ist auch etwas, wir werden dieses Jahr auch weiter testen, aber das ist etwas sehr wichtig zu wissen. Wir haben auch, aber das ist nur vor Versuch, gute Beobachtungen mit Olimac gemacht. So, das ist ein Blackdünger, aber dort brauchen wir auch ein bisschen mehr Erfahrungen. So, es ist notwendig, kombinierte Strategien zu entwickeln. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Und auch wichtig, welche Arten sind da. Also Artenbestimmung ist schwierig, aber auch sehr nützlich, um eine gute Strategie zu finden. So, bei hohem Tripsdruck scheint die einzig Wirksamkeitsart der Tripsbekämpfung eine kombinierte Aktion aus direkten und indirekten Maßnahmen zu sein. So, dieses Jahr, wir planen verschiedene Strategien, die getestet werden sollen, auf den Einsatz von Nützlinge, pollenreichen Pflanzen, zum Beispiel diese Lobularia maritima hier. Es blüht von April bis September, und das ist auch eine gute Nahrung von Orius. So, wir werden solche Strategie hier dieses Jahr testen. So, das war mit dem TRIPS-Versuch. Wir gehen jetzt auf ein paar Folien über die KEF, so die Drosophila suzuki. In 2020 haben wir verschiedene Abwehrmittel zur Bekämpfung von KEF getestet, sowie hier diese Attract- und Kill-Strategie. So, Sie sehen hier die Ergebnisse von eines mehrwochigen Versuch mit dieser Attract- und Kill-Strategie an Brombeeren. So, was wir haben hier gemacht, es ist ein Coder würde mit Lockstoffen und einem Insektizid präpariert und einmal pro Woche im Feld auf dem Boden verteilt. Wir haben die Wirksamkeit der Behandlung über mehrere Wochen verfolgt, und es zeigt leider, dass es gibt hier keine Wirksamkeit. Nur zu schauen, zu zeigen, dass diese mindestens hier diese Attract und Kill ist nicht so nützlich. So, die beste Wirksamkeit letztes Jahr wurde wieder mit Kalk beobachtet. Wie wir haben auch in den letzten Jahren beobachtet haben. Es ist sehr, sehr wichtig, andere effektivere Methoden zu kämpfen zu finden. Wir seit ein paar Jahren testeten diese Produkt Action R. Das ist eine Mischung von Klomblauch und Zitronengras. So, das Produkt hier zeigt eine kleine Teilwirksamkeit, aber das ist weniger als Kalk. Wir haben das jetzt mehrmals gemacht, und es scheint auch, dass die Kombination von Kalk und Action R, wir haben das letztes Jahr getestet,
ist nicht interessant. So bis jetzt Kalk ist die beste Lösung. Das ist eine Teilwirksamkeit, aber trotzdem, jetzt wir sind sicher, dass es funktioniert. So nach mehreren Jahren mit Versuchen mit KEF, wir haben unsere Leitfaden jetzt neu aktualisiert. So dieser Leitfaden ist auf unserer Website verfügbar. Es gibt auch eine gedruckte Version verfügbar. So das Dokument ist so gemacht. So es enthält eine Zusammenfassung der Strategie für jede Kultur. Und jede Aktion ist farblich gezeichnet und wird im weiteren zu Seiten des Dokuments ausführlich erläutert. Zum Beispiel hier Monitoring. Es gibt der Seitennummer und dann können Sie dann zu dieser Seite gehen und dann reden über Monitoring. Das ist gleich für zum Beispiel Netze und auch die Anwendung von Löschkalk. So, wir haben hier klar definiert, was funktioniert und am Schluss des Dokuments, wir haben auch neue, noch in Entwicklung Sachen gestellt. Und es war für uns wichtig zu teilen, diese Wirksamkeit-Methode und die andere, die noch in Entwicklung zu machen. So, noch etwas über Schädlinge. Das ist spezifisch für Heidelbeeren. Ich möchte gern Sie bitten, sich zu melden, wenn Sie Probleme mit diesem Schädling haben. So, es ist die Tripsengallmücke oder Dasinura oxycoccana auf Lateinisch. So, dieses Insekt ist seit mehr als 10 Jahren ein Problem in der Schweiz, aber die Schäden haben in den letzten Jahren verstärkt. So, bitte kontaktieren Sie Ihren Kanton und auch meine Kollegin Virginie de Kumbis. Hier ist das E-Mail, wenn Sie Probleme mit diesem Schädling haben. Vielen Dank. Und jetzt etwas anderes. Ich möchte nur, ich habe noch 3 Minuten, etwas über einen Versuch mit LED zeigen. In 2017 testeten wir in Konte der Zusatz von LED-Licht auf remontierenden Erdbeeren. So, das System war mit einem Lichtsensor ausgestattet, der uns ermöglichte, die Intensität des LED-Lichts entsprechend der Sonneneinstrahlung zu regulieren. So, das System hier ist hier gestellt. So, dieser erste Versuch wurde im März 2020 eingerichtet und läuft bis Dezember mit Muranov-Substrat. So, Hauptziel war es zu zeigen, dass Ertrag und Qualität verbessert werden können, wenn die Pflanzen ein Maximum an Licht zugeführt werden. So, hier sehen Sie Bilder von dieser Versuch. Das ist das günstige Bachsensor, wir haben dort gestellt, das Programmiergerät. Ich gehe hier durch. Also da, zuerst über die Erträge. So, auf dieser Folie hier können Sie die Ertragsergebnisse sehen. Wir haben eine Steigerung von ungefähr einem Drittel des Ertrags mit Zusatz von LED-Licht. Wenn man sich die Entwicklung des Ertrags über die Monate, so das ist hier, hinweg anschaut, sieht man, dass die LED im Juli und August viel mehr produziert haben, was wir nicht unbedingt erwartet haben. Dies kann man auf eine Energieakkumulation vielleicht in der Pflanze in den Monaten zuvor zurückzuführen sein. Im Erz produzieren Pflanzen ohne LED fast nichts, während Pflanzen mit LED weiterhin produzieren. Was den prozentualen Anteil des Abfalls betrifft, gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden Behandlungen, aber ja, vielleicht ein bisschen immer noch etwas mehr Abfall unter den LED, aber das ist nicht zu schlimm. Qualität. Auf dieser Folie sehen Sie die Ergebnisse zur Fruchtqualität. Bei den Sommerproben, so das ist links hier, haben wir keinen Unterschied im Zucker- und Säuregehalt festgestellt. Aber den Erstproben, bei den Erstproben sind die Früchte unter LED jedoch deutlich süßer. So der Unterschied ist ja, ziemlich groß.
also Mehrzucker mit LED im August. Und ja, Säuregehalt war ungefähr gleich. Ein offensichtlicher Qualitätsunterschied ist die Farbe der Früchte im Herbst. So ein sehr großer Teil der Früchte im Herbst unter den LED ganz rot war, während ein großer Teil der Früchte ohne die LEDs haben diese weiße Krone hier. Wir denken, das ist auch interessant. Aber die Frage ist Kosten. So, wir haben in diesem Jahr interessante Ergebnisse bekommen, also in Bezug auf Ertrag und Qualität. Wenn wir jedoch die Kosten des Stromverbrauchs berechnen, stellen wir fest, dass die Effizienzsteigerung die Stromkosten nicht deckt. So diese Berechnung zeigt hier, dass der Mehrertrag nur maximal 30% der Stromkosten deckt. So, das ist so. So, was wir können sagen, der Zusatz von LED-Licht kann die Erdbeerproduktion steigern. Es kann auch die Qualität der Früchte im Frühjahr und Herbst verbessern, aber, und das ist sehr wichtig, mit die getesteten Gerät und die verwendete Lichtintensität ist die Produktion jedoch keineswegs kosteffizient. So eine rentable Produktion mag möglich sein, aber nur, wenn das System deutlich optimiert wird. Echte Mehltau-Symptome, nicht kennt ihr? Das ist eine Elsanta, stark befallen auf dem Blatt. So sieht das aus der Nähe. Und so sieht es aus der ganzen Nähe. Was wichtig ist, um das zu verstehen, Krankheit, sind eben diese Sporenbildung hier, diese Ketten an Sporen, die gebildet werden. Auch wichtig wissen, das grundsätzlich auf das Blatt als Samen geht dann nicht oder kaum in die Pflanze rein. Das ist sehr wichtig für die Bekämpfung. So, das ist der Schaden, kennt ihr auch nicht, das rechts, diese Werbe kann man nicht mehr verkaufen. Die Epidemiologie, ganz wichtig zu verstehen, eben wir haben die Conidien, das sind die kleinen Sporen, die sind wichtig für die Verteilung oder Verbreitung der Krankheit. Und dann gibt es das Stadium, das sieht man weniger, das muss man im Winter suchen gehen, auf den Blättern im Herbst, Winter. Das sind dann die Kleistocezien, das ist die Überwinterungsform. Aber für uns von Bedeutung ist das die Conidien, sind die Conidien. Der echte Mehltau, Spirotheca afanis, also die Namen ändern sich immer ein bisschen, aber das ist jetzt der lateinische Name, den wir brauchen, befällt sowohl Erdbeere wie Himbeere. Aber es sind verschiedene Stämme. Das heißt, normalerweise ein echter Mehltau, der auf Erdbeeren geht nicht auf Himbeere und umgekehrt. Nun, wie funktioniert das, wenn man so möchte? Wir haben jetzt Tag, es ist heiß. Es braucht für die Sporulation trockene Luft und relativ hohe Temperaturen. Das ist dann optimal für den Pilz um 2 Uhr nachmittags. Dann werden dann diese Sporen, die am Ende sind, losgerissen, durch den Wind verteilt und fallen auf neue Blätter, neue Pflanzen. Dort gibt es dann allerdings in der Nacht, werden diese Sporen, die dann darauf sind, bilden einen Keimschlauch oder hierüber. Der bildet dann eine Stelle, dringt der, schickt er so eine Art wie ein Bohrer, wie bei der Erdölbohrung nicht, ein Organ in die Pflanze in die oberste Schicht des Epidermis rein und ernährt sich so von der Pflanze. Ja, wie gesagt, er ist grundsätzlich an der Oberfläche. Was auch wichtig ist zu wissen, der echte Mehltau braucht keine wirklichen Wasserfilm. Er braucht relativ hohe Luftfeuchtigkeit, aber nicht Wasser. Also er kann deswegen sich auch sehr gut unter Gewächshausbedingungen verbreiten. Also was eben die Entwicklung fördert vom echten Mehltau, sind große Temperaturunterschiede, längere Nächte. Darum ist im Frühling und dann vor allem im Herbst der Befallsdruck sehr hoch, weil im Herbst haben wir natürlich schon eine ziemlich große Menge an Sporen, die rum sind, was im Frühling noch nicht der Fall ist. Und diese hohe relative Luftfeuchtigkeit in der Nacht, die haben wir dann auch in Gewächshäusern, Tunnels. Also vor allem im Herbst, wenn man nicht mehr so viel lüftet, um nicht zu stark abzukühlen, dann wird es feucht darin und das ist optimal. Was die Entwicklung hindert, sind starke Regenfälle. Dann werden die Sporen nämlich abgewaschen. Das ist natürlich nicht im Gewächshaus der Fall, aber im Feld.
hohe Temperatur und kürzere Nächte im Sommer nimmt der Druck ab. Und die UV-Strahlung, das ist ganz wichtig, da komme ich noch darauf zu sprechen, weil da läuft allerhand in der Entwicklung von Bekämpfung. Wir haben deswegen grundsätzlich weniger starken Befallsdruck, weniger Fall im Freiland als im Gewächshaus, weil wir ja mehr UV-Strahlung haben im Freiland. Die Bekämpfung, da kann man die alten Blätter, vor allem bei zweijährigen Kulturen, oder entfernen. Das geht wahrscheinlich auf kleinen Flächen, großen Flächen, weiß ich nicht, ob das machbar ist, weil der echte Mehltau kann nur auf Pflanzenteilen überwintern, überleben. Er kann nicht den Boden oder sonst überleben. Dann vorbildlich behandeln Fungizide im Frühling und Herbst, vor allem Strobilurine. Strobilurine haben eine Wirkung gegen die Keimung, also sie verhindern das Auskeimen der Sporen, aber nicht nachher, dass sie sich weiterentwickeln. Darum sind die vorbeugend einzusetzen. Wenn der Befall eingesetzt hat, dann mit Teilsystemfungiziden, vor allem Sterol-Synthese-Hemmer, das sind ja die bekannten Produkte. Oder Behandlung auch nach Befall mit Kontaktfungiziden ohne Rückstände, ganz interessant natürlich, eben das Kaliumbicarbonat, das heißt Samicarb und weitere natürliche Produkte. Es braucht keine Behandlung, wenn es viel länger geregnet hat, gegen echten Mehltau, aber natürlich muss man gegen andere Krankheiten behandeln. Der Regenschutz, der eben schützt vor diesen Krankheiten wie Botrytis oder andere Pilzkrankheiten, nützt beim echten Mehltau nichts. Was man machen kann, sollte, ist eben die Luftfeuchtigkeit verringern durch Belüften, eventuell durch Heizen, aber das ist halt immer die Frage, eben auch eine Energiefrage. UV-durchlässige Plastik für Tunnel, das zeige ich gleich etwas dazu, ist eine Möglichkeit zur Bekämpfung, dass einfach mehr UV reinkommt und dass dadurch der echte Mehltau wenig gut überlebt. Und seit ein paar Jahren auch die UV-Bestrahlung der Pflanzen, eine aktive UV-Bestrahlung, also nicht durch die Sonnenlicht, sondern durch UV-Lampen. Und das vor allem in der Nacht. Hier, das ist sind Informationen von Arne Stensvand, ein norwegischer Forscher und Kollegen auch aus Amerika. Die haben diesen F-Clean-Plastik verglichen mit dem normalen Polyethylen. Man sieht schon, das Polyethylen ist dunkel, lässt weniger Licht durch, also trübe. Und weil es eben weniger durchlässt, UV-Strahlen, hat man unter Polyethylen mehr echten Mehltau. Gleich zu Polyethylen hat es unter F-Clean, das war 2 Jahre Forschung in Florida, 31% weniger echt Mehltau und im Vergleich dazu hat es im freien Feld 56% weniger echt Mehltau als unter Polyethylen. Also ich denke, dieser spezielle Plastik könnte eine Möglichkeit sein. UV-Bestrahlung, aktive UV-Bestrahlung mit Roboter. Ihr seht hier ein Bild von einem norwegischen Roboter am Tag, aber auch in der Nacht. Da sieht man sehr gut, wie er diese Pflanzen bestrahlt. Es gibt auch einen Einsatz gegen Botrytis, aber da sind dann die Strahlmenge anders, stärker und größer, schwieriger ist und mehr Phytotox verursachen könnte. Es wirkt besser in der Nacht als im Tag. Also dieser Roboter sollte dann ermöglichen, in der Nacht funktionieren, was ja auch ideal ist, weil dann niemand im Tunnel arbeitet, vielleicht weniger ideal, weil dann natürlich vielleicht die Nachbarn sich beschweren wegen dem Licht. Es gibt schon solche Roboter im Betrieb, in der Produktion hier aus Florida. Und ihr seht es hier auf dem kleinen Schema. Hier, das ist unbehandelte Kontrolle, Fungizide und hier mit UV. Also doch von 90 rund auf 20% Befallstärke. Ich weiß nicht, ob solche Geräte in Europa schon erhältlich sind. Aber es wäre sicher interessant, sich da mal umzuschauen und ob es das geben wird. Ich weiß, auch in Belgien wird auch daran gearbeitet. Das war der erste Teil zur echten Mehltau. Und ich habe jetzt vor allem über Erdbeeren geredet, aber es ist im Prinzip wirklich das Gleiche auch für die Himbeeren. Leafy wurde schon erwähnt von Bastian, habe ich zusammen mit Kollegen vom XEM entwickelt. Also kurz, was geht es? Es ist die Entwicklung eines Gerätes zum Finden, Erkennen und Zählen von Schädlingen und Nützlingen auf Blättern von Nutzpflanzen.
Ursprünglich wollten wir auch Krankheiten reinnehmen, das haben wir jetzt ein bisschen auf die Seite getan. Das ist ein bisschen schwieriger. Das XEM ist das Centre Suisse d'Électronique et de Mikrotechnik in Neuchâtel zu Hause, hat aber in der Nähe von Luzern, also in Alpnach, eine Filiale, kann man so sagen, und dort sind die Leute zu Hause, mit denen ich arbeite. Ein sehr gutes Team, sehr dynamisch. Das Gerät, wozu dient es? Früherkennen vom Befall. Also wir können im Moment, wir haben eine Vorstudie gemacht, ich zeige das nachher kurz. Die Idee ist, dass man dann mit dem Gerät man Bilder macht und ein einziges Spinnmilbenei auf ein Blatt finden kann. Was von Auge schon relativ schwierig ist und vor allem sehr zeitaufwendig. Es wäre dann natürlich die Idee, das braucht man für den gezielten Einsatz von biologischen Bekämpfungsorganismen und Pflanzenschutzmitteln. Also vor allem denke ich dann die Erfolgskontrolle beim Einsatz von Raubmilben und anderen Nützlingen. Einfach zu schauen, ja, wirkt es nicht. Und anstatt diese üblichen Auszählungen zu machen mit der Lupe und Zeit geht das mit diesem Gerät. Also wir gehen davon aus, in einer Sekunde ist so ein Blatt analysiert. Die Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt vor 2-3 Jahren. Wir hatten dabei einerseits mit diesem Billigmikroskop, das mit dem Handy verbunden werden kann, aus China gearbeitet und gleichzeitig mit dem Spiegelreflex, mit teurem Objektiv. Wir hatten mit beiden hat es geklappt. Also beide hatten gute Resultate gegen Sachen Bilder. Das ist so ein Bild, das ist ein Bodenblatt. Wir haben mit Boden gearbeitet, mit echten Mehltau und vor allem Spinnmilben. Hier geht es um Spinnmilben. Was gelb umrandet ist, sind Eier. Und dann hat es noch ein paar andere Sachen drin. Dann zeige ich euch gleich einen Abschnitt. Hier, dieser Ausschnitt hier, da hat es 3 Spinnmilben Eier und ganz interessant, eine Tripslarve. Also das ist die Larve, die ist nicht viel größer als ein Spinnmilbenei. Ein anderer Abschnitt hier, da hatten wir 2 Eier und eine Spinnmilbenlarve. Also die ist noch relativ klein. Wir haben da auch unterschieden, dann die Adulttieren. Und die Größe von seinem Ei ist 0,1 mm. Also eben relativ, ja, man sieht es mit einer guten Lupe, aber man muss sie auch finden, oder? Entschuldigung, das war nicht geplant. So sieht das Gerät aus, das wir im Moment haben. Das war bis jetzt eine Vorstudie. Das ist das eigentliche Projekt, das am Laufen ist. Hier, das ist so ein. Das Gerät kann von Hand halten, das ist so wie ein Bohrer, unten ist die Batterie. Hier ist das Blatt eingeklemmt und hier sieht man das Bild, das aufgenommen wird, das ist direkt. Also hier sieht man auf dem Bildschirm, Großbildschirm, eine Blattlaus und daneben hat sie eine Spinnmilbenlarve. Also die Auflösung ist recht gut, ich hoffe, dass es noch besser wird, weil wir möchten wirklich dann auch Spinnmilben von Raubmilben unterscheiden können. Und vielleicht ist ein bisschen der Traum auch, verschiedene Tripsarten. Das wird allerdings wahrscheinlich noch schwierig werden. Das sind Aufnahmen, die diesen Prototyp gemacht wurden. Da sieht man eben, hier hat es auf diesem Blatt, sieht man hier 2 Tripslarven, die da erkannt werden können. Wir haben ein Patent angemeldet im letzten Dezember. Vor allem aus der Überlegung, dass wir nicht etwas entwickeln, und dann bringen wir auf den Markt und dann kommt irgendein, wenn möglich ein chinesischer Uni und sagt, wir haben da schon Patent dafür eingegeben, die müssen uns zahlen. Nicht, also darum haben wir das gemacht. Und der Prototyp für den einzelnen Gewächshaus sollte im Verlauf im Sommer, sagen wir, hoffentlich spätestens im Herbst zur Verfügung stellen. Das sage ich darum, ich würde dann gerne bei verschiedenen Prozenten vorbeikommen, um das Gerät zu testen. Und auch zu hören, was ihr davon hält, wie ihr den Einsatz seht. Der erste Prototyp, der jetzt läuft, der macht zwar Bilder, aber der wertet sie noch nicht aus. Der endgültige zweite Prototyp, der macht dann auch noch die Auswertung und zeigt das auf einem kleinen Bildschirm an. Also ihr geht ins Gewächshaus, macht eine Aufnahme und wisst, was ihr da auf dem Blatt habt. Also von mir auch noch guten Abend allerseits. Freut mich, dass wir so einen großen Kreis haben hier. Und starte gleich mit meinen Ausführungen zum Samenlaufkäfer und Wanzen, eben neuartige Schäden, wo wir letztes Jahr gehabt haben. Eben das Ganze fing so an, wir hatten erste Schadbilder im Mai
auf Erdbeeren, die man zunächst noch nicht so genau zuordnen konnte. Und zwar war das hier so eben komische Schäden. Es fehlten dann Samen oder es waren auch, wie man im nächsten Bild sieht, Früchte so komisch beschädigt hier. Das war zunächst nicht klar zuzuordnen. Ein bisschen schwierig eben, es waren reife Früchte betroffen, es waren aber auch völlig unreife Früchte, grüne Früchte noch betroffen. Und das war dann eben, kamen Produzenten, die gesagt haben, ja, das ist ein Problem bei Ihnen, das nimmt zu. Und war dann ein bisschen nicht ganz einfach am Anfang rauszufinden, woran es liegt. Sind das jetzt Schnecken, sind das Mäuse, ist es irgendwas anderes? War dann aber, wenn man die Schadbilder gesehen hat, die man jetzt auf dem Bild hier sehen, doch relativ bald klar, was es ist. Und zwar sieht man dann hier, dass von den Samen, also von den Nüsschen auf der Erdbeere, die Schalen dann hier unten liegen, hier unten verstreut liegen. Das heißt, es ist ein Schädling gewesen, der eben wirklich nur das Innere der Samen rausfrisst. Und dann war es eigentlich relativ klar, das kann sich eigentlich nur um diesen Samenlaufkäfer oder behaarter Erdbeersamenlaufkäfer handeln, der eben spezialisiert darauf ist, dass er eben Samen frisst, wie der Name schon sagt. Die Insekten oder die Käfer sind nicht ganz einfach zu sehen, tagsüber schwierig zu sehen. Eben die Schäden dann hier nochmal im Bild, die haben dann zum Teil massive Ausmaße angenommen. Ich hatte auch gerade in den letzten zwei Wochen nochmal Telefonanrufe von Produzenten aus verschiedenen Kantonen, wo auch berichtet haben, dass sie eben massiv, zum Teil massive Schäden hatten, wie man das hier auf dem Bild sieht. Eben die grünen Früchte, die hier nur so leicht beschädigt sind, die sind alle natürlich unbrauchbar. Und gerade wenn es die ersten Früchte sind, hier noch eine Tunnelkultur, dann ist das schnell wirtschaftlich natürlich ein bedeutender Schaden. Und war eben neuartig in dem Ausmaß eigentlich. Um den zu sehen, war es fast immer notwendig, vor allem nachts nach denen zu suchen. Habe ich dann auch relativ schnell gemacht, dass man eben nach Eindunkeln in den Bestand geht. Und im Licht der Taschenlampe dann sieht man die Käfer dann auch bei ihrer Fraßtätigkeit, was tagsüber fast unmöglich ist. Also tagsüber muss man wirklich mit viel Geduld suchen, bis man überhaupt so einen Käfer findet, weil die meistens irgendwo unterm Stroh, im Boden, unter der Mulchfolie sehr versteckt leben. Aber eben nachts sind die dann, wie man hier sieht, an dem Bild hier, sieht man sie dann bei ihrer Fraßtätigkeit. Das hier auch nochmal, hier rechts auch nochmal ein Bild, wo nachts entstanden ist. Da sind die eigentlich dann recht gut zu sehen. Und hier sieht man auch, wie groß der Schaden dann schnell wird. Die befallenen Früchte fangen dann natürlich sofort an zu faulen und stecken andere Früchte an. Ist nicht zu vernachlässigen. Und eben auf einzelnen Betrieben war der Schadensausmaß bis 30% befallene Früchte. Und das ist dann natürlich absolut keine Lappalie mehr und geht richtig ins Geld. Das ist ein großer Schaden. Hier sieht man nochmal so eine Frucht mit einem sehr starken Schaden. Eben alle Samen abgefressen und nur noch teilweise die Samenschalen drauf. Das Problem ist, dass die eben auch immer die Fruchthaut beschädigen, die Käfer, beim Laufen oder beim Versuch, die Samen dort rauszukriegen, beschädigen sie immer die Fruchthaut. Selbst wenn sie keinen einzigen Samen fressen, gibt es immer Schäden an der Fruchthaut und die Früchte sind damit unverkäuflich. So sieht das dann aus, wenn man in der Hand hat, wenn man so eine Stelle wo im Feld, wo Befall ist, die Früchte erntet. Also es gibt große Unterschiede, hier sehr stark befallene Früchte, aber Früchte, wo wirklich nur einzelne Samen fehlen, aber das ist trotzdem alles unverkäuflich. Was auffällig ist, dass der Befall im Feld sehr ganz selten nur einheitlich ist. Das sind meistens so Flecken im Feld oder an einem Rand vom Feld, dass der Schädling vor allem auftritt. Warum er übrigens auftritt, ist in dem starken Maß aufgetreten ist, letztes Jahr ist bis jetzt nicht restlos geklärt. Ganz sicher hat die Witterung eine große Rolle gespielt. Das heißt, dieses sehr trockene und warme Frühjahr war sicher ein Grund dafür, dass es viel von den Käfern gab. Wahrscheinlich auch der sehr extrem milde Winter hat dazu beigetragen, dass sehr viele Käfer den Winter überlebt haben oder sehr viele Larven auch und daher die Population groß war. Durch die Trockenheit wiederum ist eine Vermutung, die außerhalb von Erdbeerfeldern geherrscht hat,
sind sie praktisch in die Erdbeerfelder eingewandert, um dort Flüssigkeit auch zu finden, Feuchtigkeit zu finden. Und die Erdbeersamen, die sie dabei dann gefunden haben, waren natürlich sehr willkommen auch als Nahrung. Es konnte bisher nicht geklärt werden, dass die Vorkultur irgendeine Rolle spielte. Man hatte am Anfang zum Beispiel eine der ersten Meldungen, die ich hatte, war ein Feld von einem Betrieb, wo nebendran ein Solidora-Feld war zum Beispiel. Und Solidora, die bleibt ja stehen, versamt dort auch im Feld. Und dann hat man gedacht, ah, vielleicht ist das durch die Solidora-Feld nebenan der Druck da. Aber es gab dann auch ganz andere Fälle, wo nebendran nur Wiese war, auch als Vorkultur, Getreide nur. Also wirklich, wo nicht erklärlich ist, woher dieser große Druck jetzt mit diese hohe Population von diesen Käfern kommt. Das noch dazu. Die Käferarten, die gefunden wurden, was mir bekannt ist, wurden vor allem zwei verschiedene Laufkäferarten gefunden. Einmal eben eine grünlich glänzende Art, eben eventuell ein kupferfarbener Buntgrabläufer und die viel häufiger auftretenden schwarzen Laufkäfer, die wir hier im Bild sehen. Also die typischen schwarzen, wie man sie kennt, oder das war eben der behaarte Samenlaufkäfer ist. Hier sieht man nochmal diesen grünlichen, der ist auch gesehen worden in den Beständen, ist auch aufgetreten. Hier mal ein Bild, ausnahmsweise mal ein Käfer, wo tagsüber unterwegs war im Bestand. Und hier nochmal auf dem letzten Bild hier beide Käferarten nebeneinander. Also hier der schwarze, der behaarte Samenlaufkäfer und hier dieser kupferfarbene Buntgrabläufer, eben eine andere Art, die aber genau auch zur gleichen Käferart gehört und auch die gleichen Schäden verursacht. Aber vor allem aufgetreten ist diese schwarze, etwas größere Käferart. Dann, klar, wenn so der Schaden so groß ist, dann ist natürlich auch logisch, dass man die auch bekämpfen will. Wir haben dann auf einem Betrieb sofort einen Bekämpfungsversuch gemacht. Wir haben gesagt, überlegt, ja, was fressen die? Ja, die fressen ja in erster Linie, sind die an Stärke interessiert, an dem Mehlkörper von dem Samen. Und man hat dann eben in dem Fall hier Mehl genommen, wie hier unten steht, mit Spinosaat vermischt, noch Pheramol dazu getan, weil ja, Schnecken ja auch noch ein Problem ist. Und man gedacht hat, ja, vielleicht hilft das Pheramol ja auch. Als Fraßgift für die Käfer. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert, wie man hier an dem Bild sieht, das ich dann mal gemacht habe, um die Wirkungskontrolle zu haben. Also da waren dann um diese Köder, die man ausgelegt hat, doch viele tote Käfer, auch noch halbtote Käfer rumgelegen und gelaufen auch teilweise noch. Aber der Befall im Bestand ist dann relativ stark zurückgegangen. Hier sieht man das auch nochmal. Also man sieht auch, wie hoch, wie groß die Population ist von denen. Also das sind nicht wenige. Und dass die große Schäden anrichten können, ist eigentlich auch logisch, wenn so viele Käfer in dem Bestand vorhanden sind. Hier dann noch, der Bekämpfungsversuch mit dem Mehl und dem Spinosaat und dem Pheramol. Das war ein Versuch, wo ich mit dem Betrieb zusammen gemacht habe. Argoscope hat dann noch weitere Versuche gemacht und die genauer auch ausgewertet, auch wirklich wissenschaftlich ausgewertet. Und dort wurde eben ein Köder verwendet plus Spinosaat oder eben ein Köder und Bakterium. Das Ganze steht ja auch in dem Swissberry Newsletter zum Thema nachzulesen. Und zwar wurde dort eben Mehl-Spinosaat mit Quinoa vermischt oder eben Quinoa und also Mehl und Spinosaat beziehungsweise Quinoa und Spinosaat oder Quinoa und dieses Chromobakterium, was ja aus der Bekämpfung des Kartoffelkäfers zum Beispiel bekannt ist, auch verwendet oder eben dieses Coleostop noch eben auch noch. Und hier sieht man die Ergebnisse. Man sieht, man hat doch da teilweise recht gute Wirkungsgrade, also gute Mortalitätsraten, wenn man das als gut bezeichnen kann, eben in dem Fall ist es aber gut, feststellen können. Hier noch weitere Ergebnisse zu den Feldversuchen, auch alles nachzulesen in diesem Swiss Berry Notes, der auf dem Internet ja auch runtergeladen werden kann zum Thema Samenlaufkäfer bei Erdbeeren. Und man sieht hier prozentual eben gerade eben das Spinosaat hatte eine recht gute Wirkung von über 90%. Hingegen das Bakterium, da das Chromobakterium
doch deutlich geringere Wirkung, nur von maximal 50%. Das eben zu den Versuchen, die dort gelaufen sind. Ganz klar, dass dort nichts zugelassen ist natürlich, dass das nur auf Versuchsbasis laufen kann, solche Sachen eben, indem man dort eben Versuche macht, praktisch, die offiziell angemeldet sind. Dann als weiterer Faktor, nachdem man ja weiß, dass die nachtaktiv sind, hat Argoscope noch Versuche gemacht mit Licht, also indem er eben praktisch Störlicht gibt nachts, um praktisch die Zeit, wo die rauskommen, praktisch zu verkürzen oder fast zu verunmöglichen, der ihren Lebenszyklus durcheinander zu bringen. Und das war auch noch eindrücklich eigentlich. Man hat also mit solchen Lampen, die man aufgehängt hat in den Folientunnels mit den Erdbeeren unten drin, hat man die eingeschaltet in der Nacht, und man sieht eben, dass mit künstlichem Licht bei Nacht hier der Schaden auf den Früchten doch unbedingt auf ein Drittel ungefähr reduziert werden konnte, also von 15% auf 5%, doch eine deutliche Reduktion. Das will man jetzt nochmal überprüfen. Das war jetzt mal erster Vorversuch. Und das möchte man eben jetzt dann in diesem Jahr eigentlich nochmal gerne bestätigen und gerne intensivieren und genauer machen, die Versuche, um dort weiterzukommen, damit man eben für, falls sowas nochmal vorkommen sollte, falls der sich bei uns etabliert, dass man dort eben dann eine Bekämpfungsstrategie zur Verfügung hätte, die funktioniert, wenn sowas nochmal auftritt. Aber das weiß natürlich auch niemand, ob das jetzt ein Einzelfall war in dem Jahr oder ob das öfter damit zu rechnen ist. Eben das Ganze wurde auch publiziert. Sehen wir eben die Publikationen, habe ich ja teilweise schon angesprochen, bei uns in dem Infomail von der Fachstelle Obst vom Kanton Zürich und in den Swissberry Notes Nummer 24/2020 von Agroscope ist das nachzulesen. Beide Publikationen sind im Internet zu finden und kann man nachlesen, auch wer Details eben noch zu den Versuchen von Agroscope speziell wissen will oder Details zum Lebenszyklus zum Beispiel sind dort noch erfasst, kann man dort eben nachlesen. Dann für dieses Jahr werden jetzt dringend gesucht, eben Bastian Christ und sein Team, die suchen Parzellen. Falls also jemand dieses Jahr auch, was ich natürlich keinem wünsche, wieder Befall feststellt von den Käfern, dann wären wir froh, die würden sich melden und dass man dort eben eventuell Versuche fahren könnte zur Bekämpfung, um dort weiterzukommen in der Bekämpfungsstrategie. Also hier der Aufruf, wer dort was bemerkt am Anfang von der Saison, sollte sich doch melden, entweder direkt bei Argoscope, bei der Virginie de Cumbis oder eben bei der kantonalen Fachstelle. Die Daten sind hier wiedergegeben und werden ja auch als Publikation sind auch in der Publikation zu finden. Also dort kann man sich melden. Sie sind auch übrigens die Daten von Virginie sind zum Beispiel auch im letzten Bärenbüter drin gewesen. Also findet man dort. Wer dort eben was feststellt, sind wir froh, wenn wir dort Meldungen bekommen, dass man dort eventuell Versuche machen könnte, dass man dort weiterkommt. Dann als letztes noch kurz ein Hinweis zu den neuartigen Wanzenschäden, wo dieses Jahr bei mir im Beratungsgebiet im Kanton Zürich aufgetreten sind. Das waren eben hier der Standort, ein Tunnel mit Erdbeeren, Terminkultur, Erdbeeren im Tunnel und im Freiland daneben. Wie man sieht, hier an so einem einer Böschung, praktisch eben an einem Baumstreifen, das ist nicht ein Wald, sondern es ist wirklich nur ein Baumstreifen, der da runtergeht. Und bekam dann Anruf von dem Produzenten, stimmt was mit den Früchten nicht, die wären so komisch fleckig. Und ja, die sahen dann eben so aus, die Früchte. Nicht gerade das, was man sich wünscht. Es war dann auch bei genauerem Hinsehen relativ schnell klar, was die Ursache ist. Und zwar waren das Wanzen, die dort relativ stark, massiv aufgetreten sind. Und zwar sogenannte Weichwanzen, hier eine Nymphe und hier eine Adulte. Das ist übrigens eine Birkenwanze, Wanzenart, wo mir bis dahin völlig unbekannt war, wo dort aber relativ stark aufgetreten ist und eben diese Schäden verursacht hat. Eben, war nicht schwierig, dort Beeren zu finden, die stark befallen waren. Es waren kaum unbefallene Beeren da und natürlich dementsprechend starker Schaden. Insgesamt haben wir dort zwei Wanzenarten gefunden. Einerseits die Birkenwanze, die schon angesprochen worden ist,
und eben diese sogenannte Weichwanze hier, auch eine Wanzenart, die normalerweise eigentlich als Schädling nicht groß in Erscheinung tritt, aber dort eben massive Schäden aufgetreten hat. Ich habe gehört übrigens von einem Spezialisten, dass in Vorarlberg eben in diesem Jahr, im letzten Jahr, Entschuldigung, auch massiv speziell von diesen Birkenwanzen aufgetreten sind, ohne allerdings, dass es dort Schäden in irgendwelchen Spezialkulturen gegeben hätte. Das wäre es von meiner Seite. Eben, wenn irgendwas sowas auffällt, sind wir immer froh, wenn wir das hören. Vor allen Dingen auch Betriebe sich melden, wenn sie Schäden haben, die sie nicht zuordnen können. Sind wir eigentlich immer froh drum, um dort weiterzukommen und eventuell eben festzustellen, ob es dort neue Schädlinge gibt, die auftreten oder ja, wo das eben herkommt. Also da sind wir immer froh, wenn wir dort Meldungen bekommen, keine Angst haben. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn wir dort Meldungen bekommen und mit den Produzenten zusammenarbeiten können. Ich danke für die Aufmerksamkeit und Fragen, glaube ich, sind dann jetzt im Anschluss vorgesehen. Guten Abend auch von meiner Seite. Entschuldigung für dieses kleines Problem. Also ich werde dann von unserem Sortenversuch Sommer und Remontieren der Sorten etwas zeigen. Dann auch von neuen Anbausystem, das heißt Substratkultur am Boden. Und dann gibt es einen Unterschied zwischen IP und Bio-Grünpflanzen auf dem Ertrags- und der Frischgröße. Und dann noch ein paar Wörter über unseren Himbeerversuch. Also für den Sommersortenversuch haben wir letztes Jahr gepflanzt, also in 2019 verschiedene Sorten gepflanzt. Sehen Sie hier diese Sorten, 10 Sorten mit zwei Referenzsorten, Cleary und Jolly. Es waren Sorten von Flevoberry, vom Hansa Brett und Berilab Coviro in Italien. Diese Pflanzen waren in Dammkultur gepflanzt, unter Tunnel bei uns im Conte mit einem Pflanzdicht von 4,4 Pflanzen pro Laufmeter, pro Quadratmeter. Also die erste Ergebnis, also für die frühreife Sorten, sieht man hier die Sorten Sandra, die sehr früh ist, 2-3 Tage früher als Cleary mit einem ziemlich guten Ertrag von knapp 600 Gramm pro Pflanzen und auch ein sehr interessantes Fruchtgewicht von 19 Gramm. Die zweite Sorte Lima Alexia, also gleich Erntezeitpunkt wie Cleary und Ertrags geringer als Cleary. Die Sorte Ariana, gleicher Zeitpunkt wie Cleary. Ertrags wäre nicht so schlecht, aber die Fruchtgewicht sind eher kleiner als Cleary. Dann die Sorte, dieser Geschmack von diesen Sorten, sieht man, dass Sandra, sie hat 9,4 Prix, eine gute Festigkeit, bessere als Cleary zum Beispiel, und Geschmack, sie war gut. Also die Leute, die probieren haben, haben eine Note 6 gegeben, das heißt, gute. Lima Alexia, also wie ein bisschen weniger Zucker und auch das Geschmack war nicht gut und nicht schlecht, aber nicht besonders. Ariana, auch ein bisschen weniger Zucker als Cleary oder Sandra. Aber die Festigkeit hier in diesem Fall, sie ist nicht so fest wie Cleary, aber vom Geschmack, sie wäre vergleichbar mit Cleary. Und dann die Cleary ist bekannt. Auch das Geschmack sehr interessant. Dann die Hauptsaisonsorten. Hier sieht man die Sorten Rendezvous mit einer sehr hohen Ernte, erste Klasse Ernte von knapp 1 Kilo und auch ein sehr interessantes Fruchtgewicht, 20 Gramm pro Früchte. Und hier sind wir dann einen Tag früher als Joli. Dann Joli ist bekannt. Renaissance vom Ertrags wäre auch interessant, besser als Joli zum Beispiel. Aber Fruchtgewicht sieht man hier, die Früchte sind also ziemlich groß am Anfang der Ernte, aber dann gehen schlecht, also die gehen ganz schnell eine kleine Gewichte und im Durchschnitt sind wir bei 14 Gramm. Sensation, auch hier ein bisschen niedriger Ertrags als Joli.
Fruchtgewicht auch ein bisschen kleiner als Jolie und zwei Tage später die Erntezeitpunkt als Jolie. Federica, hier auch eine interessante Ertrax, ein bisschen besser als Jolie. Auch die Früchte sind groß, größer als im Durchschnitt als Jolie. Und wir sind hier knapp eine Woche später als Jolie. Dann das Geschmack von diesen Sorten. Rendezvous, nicht so hoch in Zuckergehalt. Festigkeit sind wir auch nicht so fest wie Jolie. Es ist knapp für die Festigkeit, aber vom Geschmack wäre sie gut. Die anderen Sorten, Renaissance und Sensation, vom Geschmack, sie waren eher schlecht. Und Federica, sie wäre gut mit einer durchschnittlichen Festigkeit. Bei den Spätsorten, also Mittelspätsorten und Spätsorten, zwei Sorten im Mittelspätbereich, Süßet und Fate. Wir haben mit einem wunderschönen Ertrag von Süßet, knapp 1 Kilo pro Pflanzen. Und Fruchtgewicht 16 Gramm. Und ja, man sieht hier die Haupternte, also die Mitte, also 50% von der Ernte war Ende Mai. Fällt auch ganz interessant vom Ertrag, auch vom Fruchtgewicht. Interessant in diesem Erntezeitpunkt. Genau die gleiche Erntezeitpunkt wie Süßet. Und beim Spätsorten, die Sorten Magnus, hier die Ertrags ist ein bisschen geringer, Fruchtgewicht auch mit diesem Ertrags gering. Aber was ganz interessant ist für diese Sorten, das ist die sehr spät Heißzeit. Wir sind hier fast einen Monat später als Clery. Geschmack von diesen Sorten, also Süßet und Fate wäre das Geschmack interessant. Fate auch interessant, weil sie ist sehr fest. Magnus, Geschmack nicht besonders. Festigkeit, Mittel. Und das Problem bei Magnus haben wir sehr fast auf jedem Betrieb, also wo wir haben einen Versuch gehabt. Solche Früchte, wie Sie sehen hier, Früchte mit Blättern. Und wir haben zwei Erzeuger von Pflanzen gehabt und bei diese zwei Erzeuger waren diese gleiche Symptome. Das muss man noch erklären. Vielleicht hat es zu tun mit zu viel Stickstoff, weil diese Sorten braucht sehr wenig Stickstoff und das konnte eine Symptome vom zu hoch Stickstoffgehalt im Boden. Schlussfolgerungen von diesen Sorten. Als frühe Sorten kann man die Sorten Sandra in Erinnerung haben. Sie hat gute Festigkeit, gutes Ertrags. Früh vielleicht ein Nachteil, also das Geschmack ist eher gering. Gleiche Bemerkung für Federica in die Hauptsaison. Bei den Mittelspätsorten Süßet wäre wirklich sehr interessant für die Festigkeit, Ertragsfeld für die Festigkeit und Magnus, wenn wir eine sehr späte Sorte bauen, das wäre sehr interessant. Aber diese Sorten sind auch problematisch mit dem Geschmack. Jetzt in diesem Vergleich mit Substratkultur auf Damm und Dammkultur. Wir haben die Sorten Clery, Fate, Jolie und Magnus in diese zwei Anbausysteme gepflanzt. Und man sieht hier im Durchschnitt haben wir einen besseren Ertrag in Dammkultur, also Substratdammkultur am Boden, als in normales Dammkultur. Auch für den Abfall haben wir geringer Abfall gehabt im Substratkultur am Boden. Fruchtgewicht ist auch im Durchschnitt, außer für Clery, aber sonst besser im Dammkultur. Aber die Frucht, also die Reifzeit im Boden sind wir ein bisschen früher als die Substrat. Für Geschmack, also Zuckergehalt, tendenziell ist die Zuckergehalt
für zwei Sorten besser im Substrat Damen, zwei Sorten umgekehrt. Die Säure, keine Einfluss von diesem Anbausystem. Aber dann für die Festigkeit. Die Festigkeit ist im Durchschnitt besser im Boden als in Substratkultur, also in Damm, Substratdammkultur. Man kann sagen, dass die Erdtrat in Zusammenschlussfolgerungen können wir sagen, dass es gibt für alle Sorten einen besseren Ertrag im Dammkultur, also Substratdammkultur, als im normales Dammkultur. Es gibt auch weniger Abfall für alle Sorten. Substratkultur auf Damm führen zu einer Verspätung der Ernte von von 4 bis 6 Tagen. Und die Früchte sind Substratdammkultur weniger fest als in normales Dammkultur. Jetzt ein Vergleich zwischen Biopflanzen und IP-Grünpflanzen. In diesem Fall haben wir wieder die Sorten Clery, Joly, Fett und Magnus gehabt. Man sieht sehr interessante Ertrags auch mit den Biopflanzen. Man kann sogar sagen, dass die Ertrags besser sind mit Biogrünpflanzen. Obwohl bei der Pflanzung die Biopflanzen waren schlechter, also nicht so groß als die IP-Pflanzen, aber einen Monat nach der Pflanzung haben wir schon keinen Unterschied mehr gesehen. Fruchtgewicht auch keinen Unterschied und auch keinen Unterschied zwischen die Reifperiode. Und auch keine Biopflanzen haben keinen Einfluss auf die Fruchtqualität, Zuckergehalt und Säure. Tendenziell ist die Festigkeit besser mit den Biopflanzen als mit den konventionellen Pflanzen. Okay, dann ein kleines Resultat über die remontierenden Sorten. Letztes Jahr haben wir zwei Sorten getestet, also Murano als Standard und Aurora Carima, eine neue Sorte von Italia, von Aurora, die Firma Aurora Pflanzen. Und für diese Sorten haben wir zwei Pflanzentypen gehabt, die überwinteren Topfgrünpflanzen oder Plückpflanzen und Minitre. Also man sieht hier die Ertrags, wenn wir vergleichen, Treppflanzen von Murano oder Treppflanzen von Carima. Ertrags von Carima wäre ein bisschen besser. Fruchtgewicht, Anfang der Ernte wäre der Fruchtgewicht von Carima besser als der von Murano. Ende der Ernte, die Früchte sind ein bisschen kleiner beim Aurora Carima. Festigkeit. Die Festigkeit von diesen neuen Sorten ist besser als die Festigkeit vom Murano. Zuckergehalt vergleichbar, Säure vergleichbar. Was ganz interessant ist für diese neuen Sorten, haben wir das schon beim Erzeuger in Italien gesehen und auch bei uns. Sie ist nicht so empfindlich für echter Mehltau als Murano. Wir haben deutlich weniger Abfall vom Früchte mit Mehltau-Befall als beim Murano. Das war für Schlussfolgerungen, kann man sagen, diese Sorten Carima. Interessant wäre vom Geschmack, Festigkeit und Ertrags, besonders auch wegen dieser geringen Empfindlichkeit gegen Mehltau. Vielleicht ein kleiner Nachteil, die am Ende der, also die Ernte, die Fruchtgewicht am Ende der Ernte ein bisschen zu klein sind. Jetzt einige Resultate von den erstsichtbaren Sorten versucht. Wir haben die Lonken-Ernte gemacht von drei neuen Sorten vom Santo Solar.
Das ist eine neue Nummer von Santos Sola, eine neue Nummer von Berry Blanc, diese wäre eine Sommerhimbeeren. Sortenreferenz, also Versailles, die Referenzsorten und auch eine Sorte von Plantians Ovations. Die Pflanzdichte wäre 6 Ruten pro Laufmeter und die Pflanzen haben 2 Ruten pro Pflanze gehabt. Also die Ertrags, sieht man hier die Ertrags vom Versailles, 1,4 Kilo pro Topf. Mit einem Fruchtgewicht von 4,2 Gramm. Und man sieht hier zum Beispiel die Sorten von Berry Blanc, diese neue Sommersorten. Ertrags wäre besser als der Ertrags von Versailles, aber dann leider die Fruchtgewicht ein bisschen gering. Besonders interessant wäre die Sorten, die neue Erbsorten vom Santos Sola, die Nummer 12 am Ende. Man sieht hier einen besseren Ertrag als Versailles und besonders interessante Fruchtgewicht für die Sommerernte. Diese Resultate werden noch, wir haben diese Pflanzen noch diesem Jahr gehabt, werden wir auch dann die Ertrag von dem zweiten Jahr messen. Fruchtkalorien, also Zuckergehalt und Säure, keine große Unterschied zwischen diesen Sorten. Sie sind herr, süßer und mehr Zuckergehalt als Versailles. Also, ich begrüße Sie auch von meiner Seite zum heutigen Abend und ich freue mich, die Versuche, die wir die letzten Jahre in Güttingen im Kanton Thurgau gemacht haben, vorzustellen. Ich bin jetzt für diejenigen, die mich noch nicht kennen, seit 3 Jahren am BBZ Arenenberg Beraterin Beerenanbau und eben auch für die Versuche in Güttingen zuständig, was Beeren betrifft. Zuerst zu unseren Erdbeerversuchen. Wir haben 2019 und 2018 Versuche gemacht mit remontierenden Erdbeeren. Und ja, so noch als Hintergrundinfo, wir haben eine Begleitgruppe Beeren in Güttingen. Da sind auch Vertreter von Agroscope, Schweizer Obstverband, von der Produktion Vereinigung Thurgauer Beerenpflanzer und Vereinigung St. Galler Beerenpflanzer dabei. Ökohum ist dabei und Tobi Seobst AG ist dabei und mit ihnen, also machen wir diese Versuche. Sie bringen auch immer wieder Inputs, zu welchen Themen wir da Versuche machen sollen. Genau, also bei den Erdbeeren haben wir, wie gesagt, Versuche gemacht mit remontierenden Erdbeeren und zwar mit den Sorten Florentina, Murano, Amandine und Vivara. Einerseits ging es da darum, um diese Qualitäten der Sorten abzuschätzen. Andererseits haben wir uns auch die Frage gestellt, können wir eine frühe Ernte haben mit Remontierern, wenn wir die im Spätsommer pflanzen, also schon im Vorjahr, im August, im Topf pflanzen. Und ja, wie viel Ertrag bringt das und können wir da die Ernte so terminieren, dass wir die Hauptsaison umgehen können. Wir haben in Güttingen ein Gewächshaus von rund 2,5 Ahren. Die Erdbeeren sind dort auf Stellagen. Wir haben die Pflanzen im Vorjahr gepflanzt und dann auf dem Boden des Gewächshauses unter Vlies überwintert. Dann so Mitte März auf die Stellagen gestellt und wir heizen dort nicht zusätzlich, also wir pushen da die Pflanzen nicht noch, sondern das ist dann einfach ohne Beheizung im Gewächshaus. Wir haben die Versuche zweimal gemacht, im 2018 und im 2019. Im 2018 haben wir noch 12 Pflanzen pro Laufmeter gepflanzt, im 2019 dann auf 8 Pflanzen pro Laufmeter und das ist auch durchaus zu empfehlen.
Bei 12 Pflanzen pro Laufmeter bei Remontierern ist das zu viel. Die haben ja eine relativ lange Wachstumszeit dann und da ist der Verdrängungseffekt auch sehr groß. Also es gibt dann zwischendrin immer wieder Pflanzen, die halt klein bleiben, weil sie einfach zu wenig Platz haben. Genau, und die Ziele waren also sicher vor der Schweizer Hauptsaison zu ernten und dann eigentlich anschließend an die Hauptsaison wieder weitermachen zu können. So hat das dann ausgesehen im Jahr 2019. In Rot sehen Sie die Tageserntemenge der Schweiz in Tonnen, also da wäre die Angabe an der linken Achse und Güttingen, die Tagesertrag in Blau mit der zugehörigen Achse rechts. Und wir sehen, die Schweizer Hauptsaison war 2019 so ungefähr ab Ende Mai bis Ende Juni und unsere Haupterntemenge war ab circa 16. Mai bis 3. Juni. Also wir hatten eigentlich das genau erreicht, dass wir 2,5 Wochen vor der Schweizer Hauptsaison schon Beeren pflücken konnten und dann eben in der Hauptsaison ein bisschen eine Pause hatten mit unserer Ernte und es nachher dann wieder ein bisschen auf tieferem Niveau, aber dann konstant weiterging. Und auch der Ernteverlauf von 2018 war ähnlich, einfach 2 Wochen früher. War ja sehr trocken und warm schon im 2018, sehr früh. Da war die Haupterntezeit oder die Hauptsaison in der Schweiz 2 Wochen früher, also ab Mitte Mai bis 13. Juni. Und im Versuch haben wir da rund 2 Wochen vorher mit der Ernte begonnen. Und eben das Freiland war so früh, wir hatten da mit dem Gewächshaus nicht so viel Vorsprung und unsere Ernte kam dann doch noch ein bisschen in die Hauptsaison. Was 2018 erstaunlich war oder was wir beobachtet haben, wir hatten zwischendrin wirklich da so richtige Erntepausen, wo wir gar nichts geerntet haben. Hier sogar im August über 2-3 Wochen. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Aber grundsätzlich fand ich das gar nicht so negativ. Also klar, kommt natürlich darauf an, kann man diese Phase mit anderen Sorten füllen. Wenn man auf eine konstante Erdbeerernte angewiesen ist. Aber diese Zeit haben wir eigentlich dann auch genutzt, um mal Pflanzenschutz durchzuführen. Aber das war 2019 nicht so und jetzt auch im letzten Jahr 2020 haben wir Remontierer angebaut und eigentlich das, was man erwarten würde, konstant Blüten und Beeren gehabt, mehr oder weniger konstant und dann ist der Pflanzenschutz relativ schwierig. Gut, nun zu den Sorten, zu den Erträgen zuerst. Hier für die verschiedenen Sorten und dann noch für 2018 und 2019 in Kilogramm pro Laufmeter. Wir hatten in beiden Jahren zufriedenstellende Erträge. Die höchsten Erträge hatte in beiden Jahren die Sorte Vivara gebracht, gefolgt von Murano. Bei Amondin im 2018, das ist ein niedriger Ertrag und wir hatten dort Wurzelfäulebefall. Das hatten die Pflanzen schon mitgebracht, als sie zu uns kamen. Das ist nicht so vergleichbar, aber im 2019 hat die ja wieder einen höheren Ertrag gebracht. Ich habe gesagt, 2018 haben wir 12 Pflanzen pro Laufmeter gepflanzt und wenn ich jetzt diese Kilogramm pro Laufmeter pro Pflanze ausrechne, sieht man auch einen deutlichen Unterschied. Also pro Pflanze ausgerechnet gibt es da einen deutlichen Unterschied.
2018 zu 2019. Also die Pflanze kann ihr Potenzial eher entfalten, ihr Produktionspotenzial, wenn sie genügend Platz hat. Und da sind 12 Pflanzen pro Laufmeter zu viel bei Remontierung. Genau. Dann die weiteren Parameter, die wir untersucht haben bei den Sorten, waren Fruchtgewicht und bei Degustationen, bei Versuchsbesichtigungen bei uns auf dem Betrieb, haben die Besucher auch Aussehen und Geschmack bewertet. Wie schon gesagt, Vivara hat den größten Ertrag gebracht. Sie hat auch die größten Fruchtgewichte gehabt und hatte auch eine sehr gute Bewertung im Aussehen. Allerdings im Vergleich zu den anderen hat sie für den Geschmack nicht so eine gute Bewertung erhalten. Florentina und Amandine sind so im Mittelmaß. Amandine noch etwas besser als Florentina, was den Geschmack und das Aussehen betrifft. Und Murano im Geschmack sehr stark, Aussehen auch okay, Ertrag auch fast so gut wie Vivara. Fruchtgewicht okay, gegen Ende manchmal etwas kleinere Früchte. Murano sicher eben vom Geschmack her sehr zu empfehlen, aber wie auch André schon in seinem Vortrag gesagt hat, sehr anfällig gegenüber Mehltau. Wer schon Schwierigkeiten hat mit Mehltau, würde ich da jetzt Murano doch nicht mehr empfehlen. Und es gibt ja auch schon bereits neue, vielversprechende, remontierende Sorten, wie André gezeigt hat, die etwas robuster sind gegenüber echtem Mehltau. Und da lohnt es sich vielleicht auch dann, die mal auszutesten. Genau, hier nochmals die Zusammenfassung. Was ich schon gesagt habe, eben in unserem Anbausystem, wir haben das geschafft, eine frühe Ernte mit Remontierern. Vivara zeigte die höchsten Erträge, gefolgt von Murano und auch Vivara mit dem besten Aussehen. Bester Geschmack war bei Murano, gefolgt von Amandine, und beste Fruchtgewichte war bei Vivara. Genau, ich glaube, für die Versuche ist dann am Schluss, für die Fragen ist dann noch am Schluss Zeit eingeplant. Dann würde ich weitergehen noch zu unseren Himbeerversuchen, auch Anbautechnikversuche. Wir haben Versuche gemacht mit Reduktion der Seitentriebe, mit dem Gedanken, dass man durch die Reduktion der Seitentriebe, dass die Pflanze da mehr Energie oder investiert in die Fruchtgröße, also dass wir größere Früchte dadurch erhalten und dadurch die Pflückleistung erhöhen können. Wir haben das gemacht mit der Sorte Tulamin Long Canes mit 2 Ruten pro Topf, Ende April gepflanzt. Und wir haben verschiedene lateralen Managementverfahren durchgeführt. Einmal über die ganze Länge der Route die Anzahl Lateralen auf 15 reduziert. Dann nur oben 40 cm gekappt, also von ca. 2 Meter auf 1,60 Meter. Und dann von unten Topfoberkante 40 cm hoch ausgeputzt. Das waren die 4 Verfahren und die Resultate bezüglich Erträge sehen Sie hier. Also erstaunlich zum ersten Mal, dass wir in der Kontrolle und im Verfahren 15 Lateralen gleich viel Ertrag hatten. Oben eingekürzt und unten ausgebrochen hat ein bisschen eine Ertragsreduktion gebracht. Aber beim Verfahren 15 Lateralen haben wir keine Ertragsreduktion gesehen. Also die Pflanze kompensiert das. Wir haben auch bei allen Verfahren, die
Anzahl Lateralen ausgezählt und wir hatten im Schnitt bei der Kontrolle 22 Seitentriebe pro Route. Also wir hatten hier durch 7 Lateralen, durch 7 Lateralen weniger im Verfahren 15 Lateralen. Und auch oben gekürzt und unten ausgebrochen war im Durchschnitt 16 bis 18 Seitentriebe pro Route. Also das ist so der Bereich, wo wir uns drin bewegt haben. Gut, dann eben, was hat das für Auswirkungen gehabt auf die Fruchtgewichte? Wir sehen hier die, unsere Erhebungen über die ganze Erntezeit, Fruchtgewichte in Gramm. Und wir sehen, dass hier das Verfahren 15 auf 15 Lateralen ausgebrochen tendenziell höhere Fruchtgewichte aufweist. Bei den anderen Verfahren, oben gekürzt und unten ausgebrochen, ist es ein bisschen ein Auf und Ab. Und also vor allem unten ausgebrochen ist eher tendenziell kleinere Fruchtgewichte. Wenn man selbst pflückt, weiß man auch, dass die großen Früchte eher unten sind. Kann sein, dass wir jetzt das eben hier auch gemessen haben. Und die Kontrolle, die schwankt da ein bisschen über die ganze Bandbreite, was wir da messen konnten. Aber 15 Lateralen tendenziell die höchsten Fruchtgewichte. Nun eben die Frage, hat das jetzt eine Auswirkung auf Pflückleistung? Wir haben die Pflückleistung erhoben, immer am gleichen Tag in der Woche, einmal pro Woche mit routinierten Pflückern. Wenn Sie hier den Wert anschauen, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem, was Sie messen auf dem Betrieb. Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich nur die Pflückleistung erhoben. Also die Leute waren schon auf dem Feld und die Gebinde gerichtet, alles startbereit und dann die erste Beere gepflückt und sozusagen die Stoppuhr angeschaltet. So. Also nicht noch mit auf Feld fahren und so weiter. Das ist hier nicht dabei, sondern wirklich nur das auf dem Feld pflücken. Und ja, man sieht hier die Effekte, die wir erwartet haben, nicht so ganz. Also eben, wenn ich bei 15 auf 15 Lateralen ausgebrochen die tendenziell höhere Fruchtgewichte habe, hätte ich hier erwartet, dass wir hier auch eine höhere Pflückleistung sehen. Aber offenbar ist der Unterschied im Fruchtgewicht nicht so deutlich, dass wir das hier sehen. Und ja, meine Vermutung ist auch, dass es halt bei der Pflückleistung noch viele andere Einflussfaktoren gibt, die hier eine größere Rolle spielen. Auch vielleicht der Tagesmodus des Pflückers oder der Pflückerin spielt hier mit ein. Eben hier sehe ich keine deutlichen Unterschiede gegenüber der Kontrolle bei der Pflückleistung. Und genau dasselbe hat auch Hagen-Toss gesehen. Er hat diese Versuche auch gemacht bei sich. Also er hat auch gesehen, dass bei Ausbrechen auf 15 Lateralen, dass da keine Ertragsreduktion stattfindet. Und eben, wir haben leicht höhere Fruchtgewichte, aber wir konnten das nicht in der Pflückleistung wiedersehen. Und für mich oder in der Praxis heißt das so, eine Anzahl von Seitentrieben zwischen 15 bis 22 ist eigentlich ideal, ist gut. Also auch wenn Sie mal Routen haben, die nicht Longkins haben, bei denen nicht alle Seitentriebe austreiben, solange das in diesem Rahmen ist, wird das nicht eine Ertragsreduktion haben. Und auch was wir nicht erhoben haben, ist der Aufwand, um die Seitentriebe auszubrechen. Also wenn wir hier keine eindeutige Steigerung der Pflückleistung sehen, empfehle ich jetzt auch nicht, diesen Aufwand zu betreiben, um da die Seitentriebe auszubrechen. Genau, das ist so das Fazit zu diesem Versuch. Und
nun zu unserem letzten Versuch. Das war ein Himbeer-Pflanzdichte-Versuch, auch mit Longcanes der Sorte Tulamin. Und zwar mit der Frage, inwiefern beeinflusst der Pflanzabstand den Ertrag, die Fruchtgröße und auch die Pflückleistung, und welcher Pflanzabstand ist am wirtschaftlichsten? Ja, wie gesagt, mit Sorte Tulamin, 2 Ruten pro Topf, auch Ende April gepflanzt in 10 Liter Töpfe. Wir hatten 3 verschiedene Verfahren sozusagen. Einmal 4 Ruten pro Laufmeter, das heißt Topfabstand 50 cm. Dann 5 Ruten pro Laufmeter, Topfabstand 40 cm. Und 6 Ruten pro Laufmeter, Topfabstand 33 cm, was so der Standard ist. Die Resultate, die Erträge zuerst. Ich beginne hier mit Kilogramm pro Rute. Wir sehen, dass wir ein bisschen, also tendenziell höhere Erträge haben bei geringeren Pflanzdichten, wenn wir das pro Rute anschauen. Die Pflanze hat dann auch mehr Licht und kann da ihr Maxima oder ihr Potenzial mehr ausnutzen, was Ertrag entspricht. Wenn ich das aber auf die Fläche berechne, dann sehe ich schnell, also Kilogramm pro Quadratmeter oder pro Laufmeter, dass die dichtere Pflanze doch mehr Ertrag bringt pro Fläche. Also das ist mal die erste Erkenntnis in diesem Versuch. Dann die Fruchtgewichte. Auch hier, wir haben so ein bisschen eine Tendenz, also alle die Daten, die ich gemessen habe, ebenso tendenziell, wenn ich die zähle, sind es bei den 4 Ruten pro Laufmeter, habe ich am öftesten die größten Fruchtgewichte gemessen, aber auch die anderen sind zeitweise, haben die bessere Fruchtgewichte gehabt, und es ist alles sehr nahe beieinander. Und auch hier war die Frage, sehen wir hier Auswirkungen auf die Pflückleistung? Und auch das hier sehen wir nur minimal. Also wenn ich hier, das ist alles sehr nahe beieinander, und wenn ich dann den Durchschnitt über die ganze Saison nehme bei der Pflückleistung, dann ist auch hier das sehr nahe beieinander, diese Pflückleistungen. Und so haben wir dann noch die Wirtschaftlichkeit ausgerechnet, und dann wird es dann schnell klar, was zu empfehlen ist. Wir haben Pachtzinse und Bodenmiete mit eingenommen, das ist bei allen gleich, auch Abschreibung für Infrastruktur und Maschinen, das basiert alles auf Bärenkost. Und das ist alles pro Quadratmeter gerechnet. Das sind Fixkosten, die sind für alle Verfahren gleich. Dann klar, Arbeitskosten, Anbau und Pflege. Ich muss ja ein bisschen weniger Töpfe aufstellen, weniger Pflanzen pflanzen. Dann ist das ein bisschen tiefer bei der geringeren Pflanzdichte. Auch Arbeitskosten bei der Ernte etwas geringer. Einerseits habe ich ein bisschen weniger Ertrag, andererseits ein bisschen eine höhere Pflückleistung. Das spielt hier mit ein. Und Kosten für Pflanzgut und Substrat sind auch geringer, wenn ich weniger davon brauche. Und hier die Auswirkung halt von der, vom Ertrag pro Fläche ist halt hier wirklich ein tieferer Ertrag und dann auch ein tieferer Erlös pro Fläche gerechnet. Und ich kann mit diesen Einsparungen, die ich bei den variablen Kosten halt habe, nicht diese Ertragsdifferenz kompensieren. Und daher ist immer noch 6 Ruten pro Laufmeter am wirtschaftlichsten hier in unserem Versuch.
Gut, das wären die drei Versuche gewesen. Hier noch kurz die Zusammenfassung, habe ich alles schon gesagt. Und wenn jetzt noch Fragen sind, bin ich auch noch hier und beantworte gerne Ihre Fragen. Nun gerne noch kurz über die Pflanzenschutzstrategien und Änderungen der Pflanzenschutzmittellisten 2021 zu sprechen kommen. Die Überleitung wurde ja schon gemacht. Pflanzenschutz ist ein Thema und was ich jetzt hier gleich schon im Hintergrund eingeblendet habe, sind Nützlinge. Das war heute auch schon ein Thema. Denn generell bei den Neuzulassungen ist eine Nützlingsmischung neu zugelassen für alle Beeren. Und zwar ist das Aphiscout, eine Schlupffestenmischung gegen Blattläuse, wird neu im Gewächshaus zugelassen. Dort macht natürlich auch die Anwendung am meisten Sinn. Dann wurde ein neuer Wirkstoff zugelassen für 2021 und zwar ist das Pendimethalin mit dem Produkt Stomp Aqua. Das ist für Ribes- und Rubusarten zugelassen. Da muss man dann aber noch das Pflanzenstadium mit einbeziehen. Dann wurde außerdem schon die Allgemeinverfügung vom BLW erlassen für Neckargard 2 gegen die Kirschessigfliege. Das kann also dieses Jahr auch gegen KEF in allen Beerenkulturen angewendet werden, wo nötig. Zu beachten ist, dass die Zulassung wirklich für das Produkt Neckargard 2 ist und nicht für Löschkalk generell. Mit der Allgemeinverfügung kann man nun also ohne Sonderbewilligung oder Ähnliches das Produkt anwenden. Bereits angesprochen wurde auch der technische Leitfaden zum KEF-Thema von Agroscope. Der ist auch hier noch kurz verlinkt. Dann nebst den Zulassungen gibt es natürlich auch noch Streichungen. Hier in Rot sehen Sie gleich, was ab diesem Jahr oder ab letztem Jahr gültig, also respektive nicht mehr zugelassen ist. Dabei handelt es sich auf Produktebene um Vertimec sowie Spomil Spezial. Und außerdem ist auch Pyrimicarb 50 WG per sofort nicht mehr zugelassen. Die restlichen Mittel, die Sie hier sehen, die sind erst ab nächstem Jahr nicht mehr zugelassen oder sogar ab Ende Saison nächstes Jahr hier. Ist aber vielleicht dennoch bereits zu beachten für die Pflanzenschutzmittelbestellungen etc. dieses Jahr. Auch bei SIO gab es noch eine Änderung und zwar respektive zwei beim Wirkstoff Chlorpyrifos. Der ist auch seit letztem Sommer nicht mehr zugelassen. Dabei sind die Produkte Pyrinex und Reldan betroffen. Und die Iprodione können auch nicht mehr angewendet werden. Das betrifft einzig das Produkt Triza WG. Und da wären wir auch schon durch. Dann kann ich noch eine kurze Korrektur der Mittellisten, also der Agroscope-Bärenmittelliste erwähnen. Die Liste, wie Sie sie kennen, das wurde bereits per Post oder auch per E-Mail oder Link versandt. Und da ist aber in der Druckversion noch auf zwei Seiten ein Fehler. Der ist in der Online-Version nun korrigiert, aber nur für die, die schon die gedruckte Version zur Hand haben, können Sie es allenfalls auch von Hand noch korrigieren oder halt das nochmals ausdrucken, aber einfach zum gesagt haben. Es betrifft einerseits die Erdbeeren. Da wurden bei verschiedenen Blatt- und Bodenherbiziden die IP ohne und mit Einschränkungshäkchen leider am falschen Ort gemacht. Dies ist einfach zu beachten. Und dann bei den diversen Beeren ist dasselbe für das Produkt Diquat. Das ist in IP mit Einschränkung zugelassen und bei allen Bodenherbiziden, außer Napropamid, das unterste, ja, die sind auch, also die sind IP ohne Einschränkung zugelassen. Entschuldigung, Propizamid. Bei Napropamid ging ein Häkchen vergessen, das ist zugelassen für Himbeeren, Brombeeren, für beide also und da hatte halt am Anfang ein Häkchen gefällt. Außerdem Pendimethalin
ist in Himbeeren und Brombeeren zugelassen, aber nur bis BBCH 55 und für die Zulassung in Johannisbeeren bis BBCH 56. Und in beiden Fällen nicht im Pflanzjahr anzuwenden. Noch eine Mitteilung unsererseits. Die Behandlungsstrategien 2021 werden von uns jeweils basierend auf den Agroscope Behandlungsschemata aufgearbeitet und online gestellt für unsere Produzenten. Die sind gratis downzuladen unter dem hier verlinkten Link. Und damit wäre ich auch schon beim Ende. Falls es jetzt also auch noch Fragen zu meinem Teil oder zu vorherigen Teilen gibt, dürfen die nun gerne gestellt werden.